Inzwischen. Aber davon gibt's hier viele und so viele, die mir gern von Ehre reden. Treten sie mit Stiefeln, ich blick lieber alte Freundschaft als einen Haufen neuer Brüder. Steige wieder ein mit der Geschwindigkeit verzweifelt mit der Stimme eines Brettes. Keine Liste kann mich stoppen und deine Fettsex bei WhatsApp laut und ist der Boss. Während dein inneres Vollkommen ist, bin ich immer noch willkommen in dieser Brickie ist so cool. So cool, dass ihm auch in einer Winterjacke kalt ist. So cool, wie der Winter, der intakt ist. So cool, dass er jeder bei seinem Anblick. Mag ja sein, dass manche der Zeilen, die du so geschrieben hast, echt nicht so schlecht waren. Aber wenn ich rappe, kannst du Schriftzettel eigentlich direkt wieder wegpacken. Guck mal, wie ich Tracks über Tracks mache und diese unmenschliche Freshness lässt sich festhalten. Ja, es ist wieder alles wie gewohnt, jeder Baba ist im Mountain, Niagara für den Flow. Und meine Crew ist hot mit dem Treibsandbuden Flow. Ihr wollt mich zurückfronten, doch ich bin leider cool und dope. Ihr droht mich zu boxen, ich droh mit nem Fight per Yu-Gi-Oh! Ihr spielt alle ne Rolle, als seid ihr Teil der Truman Show. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, da sind wir auch schon wieder raus aus dem Schnitt und ich würde sagen, wir machen sofort weiter mit dem nächsten Geschenk und zwar ist es eine Duftkerze. Witzig hierbei ist, das hat mir meine Freundin geschenkt. Das ist nicht witzig. Aber was witzig dabei ist, ich habe keinen Geruchssinn. Jetzt fragen sich natürlich dann wahrscheinlich viele, was soll ich da mit einer Duftkerze machen? Und zwar ganz einfach, diese Duftkerze hat irgendwelche beruhigenden Stoffe in sich und es ist so, ich kann Gerüche nicht riechen, aber ich kann sie wahrnehmen. Also sagen wir jetzt mal, wenn ich auf eine vollgeschissene Toilette komme, dann wird mir schlecht, aber ich kann es nicht riechen als solches. Versteht ihr? Nicht? Ich auch nicht. Gut. Hä? Und einerseits soll das eben eine gemütliche Atmosphäre beim Baden erzeugen, weil ich liebe Baden, ich hasse Duschen. Und einerseits soll es eben diese gemütliche Atmosphäre erzeugen. Und andererseits kann es sein, dass ich vielleicht diese Was kannst du eigentlich? Als nächstes ebenfalls von meiner Freundin habe ich bekommen ein kleines Briefchen mit einem Herz vorne drauf und meinem richtigen Namen. Da hat sie halt einen sehr, sehr süßen Text geschrieben. Und ja, ich habe mich sehr darüber gefreut und vielen, vielen Dank. Dieses Geschenk habe ich von der Mama von meiner Freundin bekommen, wo drauf steht, alles Gute zum Geburtstag, eine kleine Naschbox. Wo ist da noch das Geld drin? Im Endeffekt sind da nur Gummibärchen drin, die mich eben etwas aufheitern sollen, wenn es mir mal wieder ein bisschen schlechter geht. Fand ich sehr, sehr lieb, sehr, sehr nett und nebenbei auch nochmal danke für das Geld, was da drin war und ja. So, an Klamotten soll es mir aber auch nicht fehlen und deshalb habe ich einen Pullover bekommen, den ich mir sogar zu Weihnachten gewünscht habe und daher, dass ich ja relativ knapp nach Weihnachten Geburtstag habe, ist es immer sehr hilfreich, weil dadurch bekomme ich manche Weihnachtsgeschenke auch an meinem Geburtstag. So zum Beispiel auch dieser Pullover. Ich habe ihn auf Amazon, gefunden. Und wollte mal ein bisschen Farbe in das ganze Schwarz bringen, weil mir ist aufgefallen, ich habe wirklich nur schwarze Pullover, nur dunkle. Einen weißen, glaube ich, aber der sieht kacke aus oder der gefällt mir nicht so sehr. Und deshalb wollte ich mal ein bisschen Farbe in mein Leben bringen. Oh ja. Ha! Gay! Als nächstes haben wir Miroslav Klose. Und auch zu diesem Geschenk habe ich eine kleine Geschichte. Ich habe gefühlt zu jedem Geschenk hier eine Geschichte. Miroslav Klose war der Grund, weshalb ich Werder Bremen-Fan geworden bin. Er und Thorsten Frings. Und zwar war es zur Fußball-WM 2006, wo Klose, glaube ich, noch bei Bremen gespielt hat oder zu Bremen gewechselt ist. Irgendwie war da nochmal sowas mit Klose bei Bremen. Genau, jedenfalls waren diese beiden Spieler, Frings und Klose, der Grund, weshalb ich Werder Bremen-Fan geworden bin, angefangen habe, Fußball zu lieben. Und im Endeffekt dann auch meinen besten Kumpel kennengelernt habe. Und das alles wegen einem Typen. Und da soll man mal sagen, Fußball bringt nichts. So, bevor ich jetzt zum letzten Geschenk komme, nochmal eine kleine Erzählung zu dem Geschenk, das davor kam. Und zwar hat mir meine Freundin ja noch etwas geschenkt. Nur dies kann ich jetzt hier leider nicht präsentieren. Ich könnte euch die Kiste zeigen, aber das bringt absolut nichts.
Deshalb werde ich einfach mal ganz kurz und knapp erzählen, was ich bekommen habe, worüber ich mich extremst gefreut habe, weil mir das hier in dieser YouTube-Karriere extremst weiterhelfen wird. Und zwar ein komplettes Aufnahmeset. Komplettes Aufnahmeset in dem Sinne: Greenscreen, Bluescreen, Whitescreen, Blackscreen, also vier verschiedene Hintergründe. Dazu dann die Staffelei, um die Hintergründe aufzustellen. Zwei Whiteboxes, heißen die Whiteboxes? Ich weiß, Softboxen. Zwei Softboxen. Und nochmal zwei so eine Regenschirme, wie man die auch in Fotostudios kennt, die immer so aufgestellt werden, wo dann der Blitz besser verteilt wird und das Licht besser verteilt wird und alles toll ist. Und das habe ich von ihr bekommen. Und dazu habe ich ja selber auch noch eine Softbox mir vor 100.000 Millionen Trillionen Jahren mal gekauft. Und wenn das alles endlich mal zum Einsatz kommen könnte, dann wäre das perfekt. Dann würde das die Qualität hier um mindestens 15% steigern. Mein Commentary würde das Ganze wieder absenken, aber dann wären wir wenigstens auf einem angenehmen Niveau-Level. So, und nun wirklich zu guter Letzt habe ich von meinen Eltern, speziell von meinem Vater, weil der das mit mir unternehmen wird, bekommen, ein Fußballwochenende in Bremen. Und zwar zum Spiel Werder Bremen gegen Mainz 05. Da gehört dann auch eine ganze Menge mehr dazu. Gehe mit ihm das Museum angucken, also das Werder Museum. Im besten Falle kriegen wir auch noch eine Karte für eine Stadionführung. Ich darf mir bei der Werder Fanwelt, also im Fanshop von Werder, einen Fanartikel meiner Wahl aussuchen. Und ansonsten bekomme ich auch noch alles andere bezahlt, also Hotel oder da, wo wir eben unterkommen, ob es eine Pension ist oder Hotel, was auch immer. Das Essen. Für meine Kinder kann auch schmerzlos sein. Ich krieg im Grunde alles bezahlt von meinem Vater und auch von meiner Mutter natürlich, aber mein Vater kommt halt mit. Deshalb Mama, falls du das Video hier siehst und ich habe jetzt nur noch von Papa spreche, ich meine damit auch dich, nur weil Papa eben mitkommt. Wenn ich da ab und zu mal sage, Papa, dann meine ich auch dich. Genau, also ich bekomme alles im Grunde finanziert und das finde ich ist ein richtig, habe ich schon mal richtig gesagt? Ich weiß noch nicht, deshalb sage ich es nochmal, richtig tolles Geschenk, über das ich mich sehr freue. Einfach, weil ich schon Ewigkeiten nicht mehr in Bremen war und weil ich auch das Museum noch nie gesehen habe. Aber das war's. Und falls ich irgendein Geschenk vergessen haben sollte, wie gesagt, Geldgeschenke habe ich nicht mit aufgezählt, falls ich irgendein Geschenk vergessen haben sollte, dann tut es mir leid. Dann war das nicht mit Absicht oder weil ich das Geschenk nicht wertschätze, sondern weil ich es schlichtweg vergessen habe. Weil hier oben manchmal ein Loch drin ist. Und ihr wisst ja, ich bin doof wie Scheiße. Das war's dann, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ich schneide das hier möglichst gut und möglichst kurz zusammen, dass das nicht allzu langatmig ist. Aber bei so vielen Geschenken muss man eben gucken, wo man bleibt. Mr. Scheinpri. Okay. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Glocke und so weiter. Ist doch jetzt gut, ich kriege hier ständig Nachrichten. Genau, lasst ein Like und lasst ein Abo da, wie gerade eben schon gesagt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Das Video ist hier doch ein bisschen aufwendiger geworden, aber ist mir egal. Ich hatte Spaß dabei. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns, wie gesagt, in einem der nächsten Videos. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Sagt euer Krios, wir hören uns, wir sehen uns, bye bye. Tschüss. Schnauze. Bye bye.